Nanga Parbat. Seit über 100 Jahren gilt er unter Bergsteigern als schwieriger und gefährlicher Achttausender im Himalaya. Ich glaube nicht, dass ein Achttausender ein sportliches Erlebnis ist. Das ist eine Schlacht, die man schlägt. Wenn man Sport treiben will, dann macht man was anderes. Hier bin ich dem Tod ja quasi von der Schippe gesprungen. Kein Gipfel ist es wert, dass man auch nur eine Zehe oder einen Finger dort opfert. Und ob man auch wirklich immer dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, umzukehren, ja, das weiß man hinterher. Juni 2004. Viel Schnee liegt im Basislager in 4200 Meter Höhe auf der Diamir-Seite des Nanga Parbat. Drei Expeditionsgruppen aus Deutschland und Österreich warten auf bessere Verhältnisse. Denn seit über einer Woche verhindern schlechtes Wetter, Stürme und Lawinen einen Aufstieg. Günther Jung, der mit 64 Jahren der älteste Teilnehmer unter den Bergsteigern hier ist, will sich den größten Traum seines Lebens erfüllen. Auf dem Gipfel des Nanga Parbat zu stehen. Gemeinsam mit allen anderen Expeditionsteilnehmern hat Günther Jung in den letzten Wochen die Anstiegsroute mit Fixseilen versichert, Material geschleppt und die Hochlager aufgebaut. Während einer kurzen Schönwetterphase hatte bereits eine der Expeditionsgruppen in kürzester Zeit den 8125 Meter hohen Gipfel erreicht. Doch ein Wettersturz und große Neuschneemengen machten für die nachfolgenden Bergsteiger einen weiteren Aufstieg unmöglich. Günther Jung und die Freunde vom Alpinclub Sachsen mussten wieder ins Basislager absteigen. Oh, ist anstrengend, mein Lieber. Also ich bin bestimmt ein bisschen was gewohnt, aber hier wirst du gefordert. Ja, das wusste man ja mal so. Den Berg, da kriegen wir nichts geschenkt. An dem Berg kriegt man nichts geschenkt. Der einsame Gang eines Besessenen, die verwegene Geschichte des Alleingängers Hermann Buhl, beeindruckt 1953 den 14-jährigen Günther Jung. Es ist eine Sternstunde des Alpinismus, als am Abend des 3. Juli Hermann Buhl als erster Mensch auf dem Gipfel des Nanga Parbat steht. Eine beispiellose Willensleistung, die Buhl zum Idol und Vorbild für viele Bergsteiger werden lässt. Von dem Tag an, als ich den Hermann Buhl dort erlebt habe, da war Bergsteigen für mich ein Begriff. Und zu diesem Begriff Bergsteigen gehörte irgendwie Nanga Parbat. Und irgendwann bin ich hier auf dem Karakorum Highway am Nanga Parbat vorbeigefahren. Und auf einmal nahm der eben Gestalt an. Ja, da musste den Kopf nach hinten legen, 7000 Meter nach oben gucken. Und da steht ein Riesentrapez und beeindruckt dich. Die steile Diamirwand an der Westflanke des Nanga Parbat wird 1962 vom deutschen Expeditionsleiter Herrlikofer angegangen. Es ist eine junge, stark motivierte Mannschaft. Toni Kinshofer und Sigi Löw waren schon im Vorjahr bei einem Besteigungsversuch dabei. Der Sigi Löw hat also am Schiff auf der Asia schon gesagt, diesmal komme ich am Gipfel, koste es, was es wolle.
Vielleicht hat sich das vom Sieg auf uns alle übertragen. Wir waren eigentlich nie im Zweifel, dass wir auf den Köpfe kommen. Die Durchsteigung der steilen 4000 Meter hohen Diamirwand wäre die erste Zweitroute an einem 8000er. Ab Lager 3 in 6600 Meter Höhe will die Spitzengruppe im alpinen Stil auf sich allein gestellt den Gipfel erreichen. Andal Mannhardt erinnert sich noch genau, wie in über 7000 Meter Höhe jeder Schritt zur Qual wurde. Das war ganz ein übler Bruchhals, durch den Wind presst, der manchmal Drang hat. Und dann geht man wie auf rohe Eier und auf einmal bricht man ein. Und dann atmet man schwer und muss sich erholen. Wir haben keinen Rhythmus finden können, weil das Gehen so brutal war. Man ist immer in der Angst vom Einbrecher. Von der Basin-Scharte in 7800 Meter Höhe folgen sie Buhls Aufstiegsweg. Am Grat stürzt Sigi Löw ins Seil. Fast wären alle drei abgestürzt. Völlig erschöpft erreichen sie abends den Gipfel. Dann war man nur froh, dass es finito war, dass wir den letzten Schritt gemacht haben, so ungefähr. Das war die Hauptfreude eigentlich. Wir haben da kein anderes großes Glücksempfinden oder so eigentlich nicht erlebt. Ich muss ganz klar sagen, wir waren da körperlich zu sehr abgewrackt, dass wir da nur froh waren, dass es endlich vorbei ist. Es ist zu spät für den Abstieg. Und sie müssen in einer Schneemulde dicht zusammengedrängt eine kalte, stürmische Nacht überstehen. Als es dann einigermaßen hell war, sind wir halt aufgestanden. Und es war klar, wir müssen runter. Und der Sturm so zog. War ein brutaler Höhensturm eigentlich. Dann, wenn wir zur Schulter vorgehen, war völlig klar, der Sturm haut uns von dem Grat runter. Wir kommen den Grat nicht runter. Toni Kinshofer findet eine begehbare Eisrinne. Nah beieinander steigen sie ab. Schneefahnen peitschen ihnen ins Gesicht. Als Mannhardt sich einmal umdreht, sieht er, dass Sigi Löw ihnen nicht mehr folgt. Jetzt ist der Sieg. Jetzt haben wir angefangen, Siege zu suchen. Wir haben Rinnen gequert und da geschaut und da geschaut. Er ist nicht da. Und der Toni hat dann irgendwann Schrei von oben gehört. War völlig am Ende scheinbar. Und hat sich einfach einen Schnee reingehockt und hat gemeint, er konnte es abrutschen. Ohne Bremsbewegung ist einfach da die Rinnen unterdonnert und unter über die Felsen gestürzt dann und hat sich da schwerste Verletzungen geholt. Hab ich erst versucht, mit auf dem Buckelnehmer zum Tragen, aber durch den Bruchhaus war es unmöglich einfach, weil man mit jedem Schritt eingebrochen ist. Das war keine Lösung. Ich war bewusstlos und der Toni ist ja bei ihm geblieben und nachdem wir uns keine Rettungsmöglichkeit gesehen haben, bin ich abgestiegen, um Hilfe zu holen, die es ja eigentlich nicht gegeben hat. Und da ist dann der Anderl halt runtergekommen, wir sind ihm entgegengegangen, soweit wir gesehen haben, also von dem Zeitpunkt an, wo wir ihn gesehen haben. Und er hat wirklich schlimm ausgeschaut, die Nase erfroren gehabt und war also wirklich, muss man jetzt wirklich sagen, er war gezeichnet. Und hat natürlich auch schon seine enormen Erfrierungen gehabt, hat wahnsinnige Schmerzen gehabt in den Füßen. Sigi Löw starb in den Armen Toni Kinshofers, der selbst mit letzter Kraft gerade noch das rettende Lager erreichen konnte. Zum zweiten Mal wurde der Nanga Parbat-Gipfel von Menschen betreten. Für Andal Mannhardt aber war der Preis dafür viel zu hoch. Bei uns war auch eigentlich die ganze Stimmung war nur, dass eben der Sieger nicht mehr da ist und dass wir, also wir haben uns auch nicht als Gipfelsieger gefühlt, sondern als Gescheiterte eigentlich. Heimtückisch und fast unbemerkt kamen die Erfrierungen. Anfangs waren die Füße nur taub und gefühllos. Und beim mühsamen Aufstieg bis zum Gipfel bemerken es die Bergsteiger nicht. Erst zwei Tage später, im warmen Zelt, begannen die peinigenden Schmerzen. Man macht das, was man sich vorgenommen hat. Man ist zielgerichtet. Das Ziel war der Gipfel. So war's. Ja, wir haben erreicht, aber wir haben ein paar wichtige andere Sachen haben wir außen vor lassen. Das waren eben die Erfrierungsgefahr. Die haben wir nicht abgespeichert. Wir haben das nicht im Kopf gehabt. Kein Gipfel ist es wert, dass man auch nur eine Zehe oder einen Finger dort opfert. Und da ist natürlich was Wahres dran. Aber in der Höhe
ist die Entscheidungsfindung dann auch eine andere als auf 4.000 oder auf 5.000. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht da oben vom bösen Geist besessen bin, der sagt, also Alter, nun mal die restlichen 500 Meter noch runtergerissen. Wenn es 15 weniger sind, Skifahren kannst du noch. Weiß ich nicht. Ja? Also das würde ich mir dann vorbehalten, das da oben zu entscheiden. Hoffentlich eben nicht zu spät. »26. Juni. Der Wetterbericht verspricht eine stabile Hochdrucklage für die nächsten Tage. Zu fünft steigen die Freunde vom Alpinclub Sachsen die steile Kinshoferwand auf. Eine österreichische Gruppe folgt ihnen am nächsten Morgen. Auch die deutsche Bergsteigerin Barbara Hirschbichler und ihr einheimischer Ehemann Rasul wollen die Schönwetterperiode nutzen. Doch dann die große Enttäuschung. Eine Lawine hat im Lager 3 Zelte, Schlafsäcke und wichtiges Material mit in die Tiefe gerissen. Zerfetzte Zeltreste kommen zum Vorschein und einige wenige vom Schmelzwasser aufgeweichte Ausrüstungsgegenstände. Ein herber Verlust für die ganze Mannschaft. Für Barbara Hirschbichler und Rasul bedeutet es das Ende ihrer Träume. Sie steigen ins Basislager ab. Uns war das einfach zu viel Schnee. Wir wollen nicht auf einen 8000er bei solchen Bedingungen gehen. Und dann muss ich sagen, dass meinem Rasul da oben irgendwer nicht taugt hat. Was leben wir denn da? Das ist mein. Ja, für einen Bald ist das ganz was Schlimmes am Bergsturm. Ja, wir haben nur so viele Pläne. Das ist das. »29. Juni, 7200 Meter Höhe. In der Basinmulde haben die neuen Bergsteiger mit dem verbliebenen Material Lager 4 errichtet. Morgen wollen sie auf dem Gipfel stehen. In wenigen Stunden kann Günther Jungs Lebenstraum in Erfüllung gehen. Also für Nanga Parba würde ich vielleicht schon auch ein bisschen mehr riskieren, als ich bisher riskiert habe. Vielleicht würde ich dort auch ein Stück später umkehren. Das wäre mir die Sache schon wert, aber es wäre mir natürlich nicht wert, wenn dann so ganz richtig was schief ginge. 5 Tage später, gezeichnet von den Ereignissen, berichtet Markus Walter von Günthers dramatischem Gipfelgang. Seine Stärken waren eigentlich auch die Ruhe, immer früher gewesen, und die hat er hier nicht immer hundertprozentig ausgestrahlt. Er war aufgeregt wie ein kleiner Junge, es ging zu seinem Traumberg. »30. Juni. Windstill und klar ist die Nacht.